Eins gleich vorneweg, ich besitze keine Leica. Theoretisch habe ich also bei diesem Thema keine Ahnung, wovon ich rede, aber praktisch verstehe ich durchaus was davon. Mehr Geld als nötig für Fotoequipment auszugeben und ich wage einfach mal zu behaupten, den meisten Fotografen geht es bei diesem Thema genauso. Aber die wenigsten reden gerne drüber oder geben das überhaupt zu. Also reden wir doch jetzt mal drüber. Kürzlich hat Leica das neue Modell angekündigt, die M11, und die kostet über 8000 Euro, was natürlich die üblichen Diskussionen ausgelöst hat, wie jedes Mal, wenn eine Leica auf den Markt kommt. Die einen sagen, dieser Preis, was soll das, das ist völlig abwegig, das ist mit nichts zu rechtfertigen. Und die anderen sagen, das ist eine Leica, das ist eine Klasse für sich, da kann man nicht mit konventionellen Maßstäben rangehen und natürlich ist so eine Kamera ihr Geld wert. Betrachten wir das Thema Leica-Preise doch mal ganz nüchtern. Also Fakt ist einfach, Leica verfolgt eine Hochpreisstrategie und die Kameras werden bewusst als Luxusprodukte positioniert und es sollen Käufer angesprochen werden, die ein Produkt nicht kaufen, obwohl es teuer ist, sondern gerade weil es teuer ist, um dann das Gefühl zu haben, was ganz Besonderes, was sehr Hochwertiges zu besitzen. Also Leica spricht Käufer an, die es sich leisten können, Geld für Statussymbole auszugeben. Da werden wir jetzt natürlich die Leica-User widersprechen und sagen, meine Kamera ist kein Statussymbol, sondern ein Arbeitsgerät. Ich benutze die zum Fotografieren und ich brauche die zum Fotografieren. Und wenn die ihr Geld nicht wert wäre, dann hätte ich das nicht dafür gezahlt. Ja, und ich glaube diesen Leuten. Und eigentlich besteht zwischen diesen beiden Aussagen auch überhaupt kein Widerspruch, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut. Dass an der Sache mit der Hochpreisstrategie nun mal wirklich was dran ist, das sieht man, wenn man sich die Preise anschaut von Leica, nicht nur Kameras, sondern auch Objektiven. Das günstigste, einfachste Normalobjektiv von Leica, 50 mm F2, das kostet mehr als 2300 Euro. Vergleichen wir das mit der High-End-Luxus-Normalbrennweite für mein System Pentax. Die hat Lichtstärke F1.4, also eine ganze Blende Lichtstärker, dazu Autofokus und es ist auch noch wetterfest und es kostet die Hälfte. Also was kann dieses Leica-Objektiv, was diesen Aufpreis rechtfertigt gegenüber dem Pentax-Objektiv? Wenn man da rational rangeht, muss man einfach sagen, dieses Leica-Objektiv ist zu teuer, dieser Preis ist nicht zu rechtfertigen. Andererseits, wenn man sich dieses Pentax-Objektiv anschaut, ist das seinen Preis wirklich wert, wenn man es vergleicht mit dem hier? Pentax A aus analogen Zeiten hat keinen Autofokus, ist nicht wetterfest und hat auch nicht wirklich Schärfe bei Offenblende, aber abgeblendet auf F2 ist es schon echt gut und das kostet gebraucht nicht mal 100 Euro. Und man kann solche Bilder damit machen. Also ist dieser Aufpreis für dieses DFA Stern 1.4 50 mm da wirklich gerechtfertigt im Vergleich zu diesem hier. Oder allgemein gefragt, ab wann ist ein Objektiv oder eine Kamera oder eine Fotoausrüstung insgesamt denn wirklich zu teuer? Teurer als nötig. Es gibt eine Aussage von Ken Rockwell, von dem man halten kann, was man will, aber ich finde, da hat er recht. Und zwar sagt er, niemand kauft einen Leica, weil er sie braucht. Ich habe hier eine Pentax, die hat gebraucht ungefähr ein Zehntel des Preises gekostet, den man für eine neue Leica M11 kauft. Und wenn man sich mal anschaut, was ich für Bilder gemacht habe in letzter Zeit, die hätten mit einer Leica nicht anders ausgesehen. Ihr stimmt mir da doch sicher zu, wenn ihr diese Bilder anschaut. Die sind einwandfrei. Und wer halt eine gute Kamera hat, wie diese, Vollformat, ja, der kann solche Bilder machen. Ja. Ich habe euch angelogen, diese Bilder sind nicht mit dieser Kamera entstanden, sondern mit einer Micro Four Thirds Kamera, die ungefähr 200 Euro wert war zur Zeit der Aufnahmen. Und diese Bilder hätten alle nicht anders ausgesehen, wenn ich sie damit gemacht hätte. Also, eigentlich habe ich dafür schon viel zu viel Geld ausgegeben. Eigentlich brauche ich das hier alles gar nicht. Ich wäre mit Micro Four Thirds weiterhin klargekommen. Und ich wage einfach mal die Behauptung, die Mehrheit der Fotografen, der Hobbyfotografen zumindest, würde mit einer Micro Four Thirds Ausrüstung im Wert von 500 bis 1000 Euro locker auskommen. Bräuchten nicht mehr. Also ich sage jetzt nicht alle, es gibt natürlich Leute, die gerne mit 85 mm 1.4 Bokeh Porträtbilder machen oder nachts mit Available Light super hohe ISO brauchen und so. Aber ich sage, die Mehrheit der Fotografen hätte es eigentlich nicht nötig,
so eine Ausrüstung zu kaufen. Nun habe ich diese Vollformat-Ausrüstung trotzdem gekauft. Warum? Gut, ich habe da schon ein Video dazu gemacht und natürlich auch gute Gründe angegeben, obwohl, na, sind diese Gründe wirklich so gut? Ich wollte mehr Auflösung haben, habe ich jetzt, ja, aber eigentlich, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, dieser Grund mit der höheren Auflösung ist etwa so, wie wenn ein Autokäufer sagt, ich brauche einen SUV, weil ich alle 2 Jahre mal was transportieren will, was nicht ganz in einen Kleinwagen passt. Ein anderer Grund, der zwar nicht entscheidend war, aber halt doch mit reingespielt hat, war die Sache mit dem Crop-Faktor, der mich einfach genervt hat. Der hat mir so das Gefühl gegeben, nur einen Kompromiss zu haben und noch nicht richtig angekommen zu sein bei einem vollwertigen System. 50 mm als Normalbrennweite, das fühlt sich einfach korrekt an, und 25 mm, das tut nur so, als wäre es eine Normalbrennweite. Wie gesagt in diesem Video, da, es ist eigentlich völlig irrational, aber es kommt halt auch aufs Gefühl an. Der Reiz am Fotografieren besteht eben nicht nur darin, am Ende schöne Bilder zu haben, sondern auch im Erlebnis, diese Bilder zu machen. Und mit sowas zu fotografieren, das fühlt sich für mich einfach richtig nach Fotografieren an und nicht mehr nach Knipsen. Auch durch diesen optischen Sucher zu schauen und dann dieses Geräusch des Spiegelschlags, also eine Spiegelreflexkamera zu benutzen, was ja mittlerweile schon relativ exotisch geworden ist, aber für mich einfach zum Gefühl des Fotografierens dazugehört. Das, was für mich diese Spiegelreflex-Features sind, das ist für andere Leute dann halt der Messsucher, den so eine Leica mitbringt. Mache ich damit jetzt wirklich bessere Bilder als vorher? Ich habe so meinen Zweifel, wenn überhaupt, dann liegt es größtenteils wahrscheinlich am Placebo-Effekt. Man sieht es ja auch am Beispiel Zucker. Also es gibt Leute, die zahlen für so ein kleines Fläschchen Zuckerkügelchen ein Vielfaches von dem, was ein Kilo Zucker beim Discounter kosten würde, weil sie diesen kleinen Kügelchen eine gesundheitsfördernde Wirkung zuschreiben. Und das Lustige ist ja, es kann tatsächlich wirken, weil der Placebo-Effekt nun mal real ist und auch gut erforscht. Und wenn man ganz fest dran glaubt, mit so einer Kamera bessere Bilder zu machen, vielleicht macht man tatsächlich welche. Und wenn nicht, dann gilt immer noch der mittlerweile berühmt gewordene Spruch des Fotografiebloggers Heiko Kanzler. Ich glaube, der ging ungefähr so, klar war die Ausrüstung teuer und ich mache keine besseren Bilder dadurch, aber ich habe jetzt mehr Spaß an meinen schlechten Bildern. Und ich merke auch, wie sehr ich das schon verinnerlicht habe, dass diese Kamera bessere Bilder macht als die kleine Panasonic Micro Four Thirds. Eigentlich wollte ich die ja nicht nur zum Filmen behalten, sondern auch, um sie beim Wandern mitzunehmen, um einfach was Leichtes dabei zu haben, was auch gute Bilder machen kann. Aber jetzt ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich in Versuchung gerate, auch zum Wandern diese schwere Pentax mitzunehmen, weil ich mir einfach einbilde, die bräuchte ich, wenn ich wirklich fotografieren will. Und das ist nun mal rational betrachtet Blödsinn. Mein bestes Bild, also das, was ich jedenfalls als mein Bestes erachte, das ist mit einer kleinen Micro Four Thirds Kamera aufgenommen, und das hätte mit der hier auch nicht anders ausgesehen. Man hätte keinen Unterschied bemerkt. Aber seit ich mich eben an diese Kamera hier gewöhnt habe, bilde ich mir ein, ich bräuchte die, um gute Bilder zu machen. Und andere Leute haben eine Leica und bilden sich ein, sie bräuchten die, um gute Bilder zu machen, und jede andere Kamera wäre nicht gut genug. Wobei sich da natürlich immer noch die Frage stellt, wie man, bevor man sich so eine Leica kauft, überhaupt auf die Idee kommt, 8000 Euro für sowas auszugeben. Da gab es mal ein interessantes Experiment zu einem anderen Unternehmen, das ebenfalls für Hochpreisstrategie bekannt ist, Apple. Da hatten eine Gruppe von Apple-Usern und eine Gruppe von Samsung-Usern genommen und denen jeweils Bilder der Produkte ihrer bevorzugten Marke gezeigt und dabei die Hirnaktivität gemessen. Und das Ergebnis war, die Samsung-User, die haben, wenn sie ihre Geräte gesehen haben, die Hirnregionen aktiviert, die einfach normalerweise aktiv sind, wenn man an Gegenstände, an Maschinen, an so einfach nicht lebendes Zeug denkt. Und die Apple-User, bei denen waren die Hirnregionen aktiv, die normalerweise aktiv sind, wenn man an Menschen denkt. Also Apple hat es geschafft, mit seinem Marketing seine Produkte so zu positionieren, dass man sie nicht mehr als gewöhnliche technische Geräte ansieht, sondern irgendwie mehr damit in Verbindung bringt. Natürlich würde kein Apple-User das jemals zugeben. Wie denn auch? Man kann nur Dinge zugeben, die einem bewusst sind. Und hier geht es um Prozesse, die unbewusst ablaufen. Und dieser Effekt, der hier bei Apple zum Tragen kommt,
der ist wahrscheinlich bei Leica sogar noch ein bisschen ausgeprägter. Leica hatte über 100 Jahre Zeit, um dieses Image aufzubauen. Viel mehr als Apple. Das ist natürlich so ein Marketing-Ding. Da würden so rational denkende Menschen wie ich natürlich nie drauf reinfallen. Was ist eigentlich die nächste Anschaffung, die ich gerne machen würde für meine Fotoausrüstung? Nein, keine Leica. Ein Pentax FA 77mm Limited Objektiv. Das ist gebraucht für ungefähr 400 Euro zu haben und das ist eigentlich echt ein guter Preis für ein Objektiv mit dieser Leistung. Auch wenn man das mit vergleichbaren Produkten anderer Hersteller vergleicht, dann ja, kann man wirklich nichts sagen. 400 Euro ist das Ding wirklich wert. Zumindest wenn man es eben mit anderen Objektiven vergleicht. Aber wie viel Geld sind eigentlich 400 Euro wirklich? Was bekommt man da sonst so dafür? Ich musste kürzlich meine Wanderschuhe ersetzen, weil die auseinandergefallen sind. Und das hat mich geärgert, denn gute Wanderschuhe sind teuer. So alle ein bis zwei Jahre muss ich die einfach ersetzen. Da werden immer mindestens 100 Euro fällig. Und 100 Euro, es sind doch nur Schuhe. Für den Preis dieses Objektivs könnte ich 4 Paar Wanderschuhe kaufen. Oder ich könnte mehrere Ausflüge in die Alpen machen und da solche Bilder machen mit den Objektiven, die ich schon habe. Und am Ende bliebe sogar noch ein bisschen Geld für den neuen Tisch übrig. Und diese 77mm, das ist ja eigentlich in erster Linie ein Porträtobjektiv. Warum will ich das als Landschaftsfotograf haben, wenn ich die Brennweite auch schon mit dem Telezoom abgedeckt habe? Natürlich habe ich gute rationale Gründe dafür, warum dieses Objektiv gerade perfekt in mein System passt, aber davon erzähle ich dann mehr, wenn es da ist, in einem der nächsten Monatsvideos. Jetzt möchte ich gerne eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte zum ersten Mal so ein 77mm Objektiv in der Hand auf einer Fotomesse in einem Einkaufszentrum in Dresden im Jahr 2009. Da habe ich, wenn ich mir die Testbilder von damals anschaue, eine ganze Reihe von Objektiven ausprobiert. Hier zum Beispiel hatte ich wohl das 10-17mm Fischei-Zoom drauf, aber ich kann mich eigentlich an keins davon mehr erinnern, außer an dieses 77er Limited. Dieses Objektiv hat sich so hochwertig angefühlt. Es war einfach beeindruckend, wie schnell das fokussiert, dass man da schöne Bilder damit machen kann. Es hat sich einfach angefühlt wie was Besonderes. Und ja, wenn man liest, was andere Leute darüber schreiben, ja, da findet man solche Formulierungen wie, dass irgendwie Pixie Dust, Feenstaub in die Entwicklung dieses Objektivs eingeflossen sei. Ja, Blödsinn natürlich, aber es fühlt sich einfach doch besonders an und es war für mich völlig unerreichbar damals. Und es ist auch mindestens 10 Jahre lang so geblieben. Ich konnte nur davon träumen, aber es war eine völlig andere Welt. Und jetzt gehöre ich endlich zur normal verdienenden Mittelschicht und habe die Möglichkeit, dieses Objektiv zu kaufen. Und wenn ich es dann habe, ist es dann vielleicht doch auch sowas wie ein Statussymbol? Natürlich will ich mir das auch nicht eingestehen, aber ja, wenn ich dieses Objektiv mal habe, dann werde ich wahrscheinlich im Frühling da ganz bezaubernde Naturdetailaufnahmen mit Feenstaub-Bokeh machen und die voller Freude herzeigen und vielleicht auch das eine oder andere Mal erwähnen, was da für ein Objektiv zum Einsatz gekommen ist. Und andere Leute werden vielleicht in der Situation sein wie ich vor 10 Jahren und das für völlig unerreichbar halten. In diesem Zusammenhang finde ich es auch erstaunlich, wie schnell man sich dran gewöhnt, sich doch sowas leisten zu können. Und es gibt ja auch Leute, die kennen es gar nicht anders, die konnten sich ihr Leben lang eigentlich immer alles leisten. Also Leute, die aus einem wohlhabenden Haushalt stammen, die schon längere Zeit in einem gut bezahlten Job beschäftigt sind, die wahrscheinlich längst ein Eigenheim haben und vielleicht letztes Jahr einen Neuwagen für 30.000 Euro gekauft haben. Und für solche Leute fühlen sich 8.000 Euro wahrscheinlich ungefähr so an wie diese 400 für mich. Und für manche dieser Leute fühlt sich so eine Leica dann ebenso an wie dieses 77er Limited Objektiv für mich. Und natürlich haben wir dann auch das Gefühl, dass diese Kamera ihr Geld wert ist, denn 8.000 Euro sind für manche Leute einfach nicht wirklich viel Geld und das sind trotzdem Leute, die sich wahrscheinlich immer noch zur Mittelschicht, zur ganz gewöhnlichen Mittelschicht zählen, denn zur gehobenen Mittelschicht gehört man bekanntlich erst, wenn man so stinkreich ist wie ein Friedrich Merz. Dabei würden wahrscheinlich sogar solche Leute 8.000 Euro noch als hohe Ausgabe empfinden, wenn es nicht gerade um eine Kamera ginge. Denn ja, wie erwähnt mit dem Beispiel Wanderschuhe, sobald es um Fotoausrüstung geht,
geht gern mal das Verhältnis verloren. Da hat man kein Gefühl mehr dafür, wie viel man wirklich ausgibt für zum Beispiel so ein Objektiv. Und wenn man nun diese sämtlichen psychologischen Effekte, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, alle zusammennimmt, dann ja, erklärt sich's, warum die Hochpreisstrategie von Leica so gut funktioniert, aber auch warum wir alle gerne mehr als nötig für unser Kamerazeug ausgeben. Und nachdem das nun geklärt wäre, kann ich mich wieder anderen Dingen widmen. Zum Beispiel, also nicht, dass ihr jetzt irgendwas Falsches denkt. Das ist natürlich nicht meiner. Das ist der Arbeitslaptop. Ich würde doch niemals so einen absurden Aufpreis für einen angebissenen Apfel zahlen. Also, was denkt ihr denn? Okay, wo war ich? eBay Pentax 77 mm. Feenstaub.